Ja, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Raff, das neue Update mit dem Bienchen für die kleine Kalli. Ja, ihr Lieben, ich habe nachgeguckt, diese Bienengläser, Bee-Jar, ist einfach nur Bienenfang. Das hat bei mir in der letzten Folge irgendwie nicht besonders funktioniert. Deswegen reiten wir nochmal auf die Insel. Bottechen, du hast keine Fans. Jetzt hasst mich jeder, weil ich das gesagt habe. Ja, komm. Hast du alles? Yam Yam und so? Komm mal ran, du Beutelchen. Gut, auf ein neues. Wir probieren nochmal die Bienen zu fangen. Beutelchen ist Zeuge. Ihr seid Zeuge. Ich hab's probiert. Ich hab versucht, die Viecher mit dem Teil einzufangen. Wollte ja nicht. Vielleicht gehen wir mal woanders hin. Und schauen uns da weiter um. Beutelchen hat auch in der letzten Folge ganz fleißig gegen Bär gekämpft, hat ihn auch abgeschlachtet. Da freut sie sich. Ich nenne jetzt das Beutelchen der Bärenschlechter. Da freut sie sich schon wieder. So, Beutelchen, ich möchte Bienen. Wie die Kalli. Nur für die Kali. Da haben wir ganz viele Bienen. Ist nur die Frage, wo wir das hinpacken. Und natürlich wird es jetzt gerade dunkel. Gehen wir. Wir probieren mal noch mal da unten. Aber die fliegen ein bisschen zu. Zug, besonders Zug. Zu hoch. Jetzt funktioniert's. Hä? Bär! Engel. Au. Ah. Feinbeutelchen. Wir haben Bärenfleisch. Komm, wir sammeln die noch ein. Drunter, ihr kleinen Hosenscheißer. Ja, an die komme ich nicht ran. 5 Stück habe ich. Sind zu weit oben. Wie soll man... Veräppeln mich, Beutelchen. Und drunter, ein paar möchte ich noch als Reserve haben. Hab ich. Sehr schön. Wir haben sie. Komm, du Bärenschlechter. Wir haben jetzt insgesamt 9 Stück. Reicht vollkommen. Dann können wir uns die Bienenstöcker machen. Beutelchen, und dann hast du Honig. Freust du dich? Ja, Honig wie das Beutelchen. Ja, fein. Aber wie gesagt, das habe ich in der letzten Folge auch schon probiert. Und das wollte irgendwie nicht. Läuft. Vorführeffekt gleich 0. Beutelchen, ich wollte dir das schon immer mal sagen. Du bist eine helle Leuchte. Wenn du springst und dann hier runterfällst, bin ich nicht dran schuld, ja? Und hüpf. Bienen, Bienen, Bienen. Da wird sich die Kalli freuen, wenn sie irgendwann wieder auf die Betsy kommt. Und das Beutelchen freut sich auch.
Wow! Wow! Alter, ich hab geträumt! Kommt auf einmal so ein Schnapp-Schnapp an mir vorbei. Wie sieht's hier überall aus? So fein gemacht, Beutelchen. Fein. Und da hüppelt sie wieder, glaube ich. So. Wir machen das. Erforschen. Lernen. Glückwunsch. Sie können Bienenstock machen. So, dann haben wir das ja eigentlich. So, und dann krähen wir mal schön den Bär. Gut, ich wollte ihn eigentlich krähen und nicht sofort mampfen. So, Beutelchen, wo packen wir die Bienenstöcker hin? Eigentlich müssten sie ja hier bei den Tieren hinkommen. Ist aber die Frage, ob sie stechen, ne? Hier? Nein, nein. Nö, so ziemlich nicht. Nö. Bienenstöcker. Bienen. Alles klar, ich muss wieder auf die Insel. 15 Bienen. Ich fall vom Glauben ab. 15, Leute. 15. Bienen. Ich fall immer noch vom Glauben ab. Gut, die Bienen packe ich erstmal hier rein. Gut. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Die Lampe ist gleich kaputt. Ja, wir können auch bis zum Morgen warten. Wir können auch eine Runde schlafen gehen. Aber wir gehen eine Runde schlafen. Fünfzehn Bienen. Und wir haben acht. Acht. Gut, kann ja nicht alles so einfach. Oh, ich wollte gerade hochgehen. So, ich trinke noch mal was und dann können wir los. Und dann auf der Insel nach Bienen suchen. Ich hoffe, die Tiere leben da oben alle noch. Ich glaube, die sind alle versorgt. Bereit? Dann wollen wir mal. 15. Pro Schwarm 4. Heftig. Wir brauchen doch nur eine Königin. Und vielleicht eine männliche Biene oder so. Beutelchen? Ah, da bist du. Mensch, Beutelchen, mach doch sowas nicht mit mir. Jene Meerjungfrau. Ich wollte eigentlich so zwei Bienenvölker machen, aber wer weiß, ob wir das auf dieser Insel bekommen. Wer weiß, ob ich wieder nach Hause finde. Beutelchen regelt das schon. Beutelchen ist ja jetzt ein Bienenschlechter. Würde sagen, wir gehen mal eine Runde hier lang. Da ist ein BA.
zurück, weil ich mir da ausschlägt. Bea war gestern. Ja, wollte ich nicht. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin stolz auf dich. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Ja, komm. 15 Bienen. Bottichen, solltest du etwas sehen? Schreien. Ich glaube, hier kommen wir gerade zu diesen Jump'n'Run. Okay, das tue ich Beutelchen erstmal nicht an. So, wo sind denn die guten? Gehen wir erstmal hier unten schauen. Ich dachte gerade, ich würde was sehen. Oh, hier kann man auch anlegen. Ja, doof gelaufen, ne? Alles klar, hier sind keine. Komm schon, ich brauche doch nur noch 7 Stück. Dann sind wir eigentlich durch. Dann haben wir die 15. War bei uns ein Glück. Nicht einfach stehen bleiben. Da hinten ist der mächtige Bär, der immer noch frisst. Okay. Bienchen, 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 Bienchen. Wo seid ihr? Put, 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 put. Kommt her, wir sehen euch jetzt um. Beutelchen halt eingesammelt. Beutelchen. Hinter dir. Ja, du verfressenes Ding, ne? Immer auf Nahrungssuche.
Irgendwo hier auf der Insel gab es noch einen zweiten Bienenpunkt. War die Frage, wo? Das sieht doch nach einem Bienen-Spawnpunkt aus. Yep, hier sind Bienen und hier ist ein Bär. Aber das bekomme ich ja mit Beutelchen hin. Beutelchen ist ja der Bärenschlechter. Ja, Beutelchen kümmert sich um das Fleisch. Ich kümmere mich um die Bienen. Vier Stück. Eins. Du willst mich doch verarschen. Vielleicht sollten wir die Honigwaben hier lassen. Die werde ich mal lassen. Ja, ich lasse aber ein paar noch hier. Also zwei habe ich gerade gesehen noch. Da hängt eins, hier hängt eins. Damit die hier spawnen können, hoffe ich zumindest. Deswegen nehme ich jetzt nicht alle mit. Ich habe nur fünf bekommen. Ja, die lasse ich Beutelchen. Nee, wartet, neun. Wir haben neun. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, wir sind so. Wir haben neun Stück. Wir können eins machen. Wie gesagt, die Bienen lasse ich hier. Vielleicht ist das so natürlicher Spawn. Da ist der große Bärbeutelchen, mit denen legen wir uns nicht an. Überlege, ob wir. Aber neun Stück kommen. Das müsste reichen für einmal Bienen. Der stand hier aber nicht immer, oder? Ja. So, jetzt darf ich irgendwie den Weg nach Hause finden. Beute. Mal hier lang. Ja, müsste der richtige Punkt sein. Sehr schön. Wir können Bienen machen. Bienen. Arschbombe. Ach, das ist Beutelchen. Bienen, Bienen, Bienen. Alter, Beutelchen, bist du schnell. Na klar. Hai ist tot. Achso, gedrückt halten. Alter.
Danke. So, hier ist noch mal ein bisschen rohes Fleisch. Achso, ist ja mein Dings. Die nehme ich mal vor selber mit, sonst futtert die Beutelchen auf. Sehr schön. Reicht, Beutelchen. Das reicht. Ist jetzt die Frage, wo wir die Bienen alle hinpacken? Scharniere. Bisschen hier Stück Ton. Falsches Ton. Hier Stück Ton. Okay, so viel brauchen wir nicht. Ach, kann ich eigentlich drin lassen? Und Holzplanken. So, wo wollen wir die Bienen hinpacken? Auf jeden Fall müssen wir die Bienen vor oben hinpacken. Da sind sie sicher vor dem Hai. Halbwegs sicher. Beutelchen. Komm mal zu den Tieren hoch. Doch, doch, die sind noch da. Eli und Helga, die sind tot. Helga lag hier nur noch. Ich weiß nicht, was. Wir, die haben doch Gras gehabt. Die sind tot. Ja, aber die haben Gras. Das ist ja das. Die haben ja alles genug Gras. Batterien sind tot, ja, aber. Ja, doof gelaufen. Weniger Stress für uns alle. Ey, warum immer? Warum eigentlich immer die Viecher, die mit Heli anfangen oder so? Uncool. Wirklich sehr, sehr uncool. Wie sieht's hier aus? Machen wir einfach mal so. Ist doch nicht wahr. Die sind tot. Gras war grün, die sind tot. Dann können wir jetzt wenigstens überlegen, wo wir den Honig hinmachen. Ja, da lässt die Kalina ihren Kopf erstmal hängen. Ist das ärgerlich? Ja, ärgerlich. Ja, Leute. Wobei wir die Milch bei den Ziegen auch nicht groß verwendet haben immer.
trotzdem doof. Das gute Stück nehmen wir. Das könnten wir erstmal hinpacken. Ich packen wir das auch woanders hin. Aber wir haben ein Bienenteil. Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, das werde ich anders positionieren. Wenn wir keine Ziegen mehr haben, kann das hier eigentlich weg? Die Kampfzwerge sind tot. Dann kann das eine Huhn erst einmal hier mit hin. Dann kann ich das hier eigentlich auch entfernen. Ah, holen wir. Die Axt. Ich brauche erstmal die Axt. Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Hab ich denn noch eine Axt? Ja, hab ich. So, dann bekommt die einfach mal ein bisschen mehr Platz. Dann habt ihr ein bisschen mehr Nahrung. Du kannst eigentlich dann hier hin. Die Hühner können da hinten hin. Ja, das müsste hinhauen. Dann kommt hier die Honigabteilung hin. Aber somit ermöglichen uns die Viecher jetzt mehr Platz. Da müsst ihr offen stehen. Nämlich auch sein, dass die offen stehen müssen. Sind wir so. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann haben wir ein bisschen Platz. Ups. Ist jetzt nur die Frage, wie das mit den Bienen weiter funktioniert. Oder wartet mal.
Keine Sorge, Jungs und Mädels, wir haben genug Erde für euch. Ja, Beutelchen, ist jetzt die Frage. Wie die Bienen das jetzt hier machen? Kann auch sein, dass es komplett frei stehen muss. Ich bin leicht verwirrt, aber nur leicht. Ja, lassen wir. Ihr Lieben, dann Schade, sind uns leider paar Viecher ausgegangen. Aber dann würde ich hier. Sieht soweit alles in Ordnung aus. Bienen kommen wahrscheinlich ein bisschen später. Die müssen erstmal spawnen. Ja, meine Lieben, ein kleiner Zwischennachtrag zu den Bienenstöckern. Wir haben uns ja gefragt, wie wir jetzt Bienen zu den kleinen süßen Häuschen hinbekommen. Ja, ihr Lieben, ganz einfach. Man muss ein paar Blumenbeete hinpacken, damit die Bienen sich wahrscheinlich den Nektar holen können und dadurch wir den Honig bekommen. Ganz klar, wie bei Minecraft, hätte man wissen sollen. Aber naja, manchmal steht man echt auf dem Schlauch. Honig bekommen wir auch. Sehr schön, ihr Lieben. Wie gesagt, das ist ein kleiner Zwischennachtrag. Ganz einfach. Stellt euch ein paar Blumenbeete hin und schon habt ihr Ich Bienen. mache wieder irgendwas falsch. Das könnte auch sein, aber ich werde hier eine kleine Pause machen. Wir gucken mal, wie es jetzt sich entwickelt mit den Bienchen. Oder wartet mal. Muss ich da ein bisschen Honig reinpacken? Nö, soweit nichts. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir schalten dann rein, wenn wir dann genügend Bienen haben. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.